Schande, Schande, Schande. Das steht mehrmals am Denkmal am Karl-Lueger Platz in Wien. Viele empfinden es als Schande, dass das Denkmal überhaupt noch steht. Denn Karl-Lueger war ein glühender Antisemit. Die Stadt Wien will allerdings an der Statue festhalten und sie kontextualisieren. Die Debatte darüber gibt es seit Jahren. Jetzt ist sie wieder neu entbrannt. Aber was ist an dem Denkmal eigentlich so problematisch? Wer war Karl-Lueger überhaupt? Und sollen Statuen von Persönlichkeiten mit problematischem Hintergrund weg oder können sie bleiben? Das klären wir in den nächsten paar Minuten. Bis heute ist Karl-Lueger einer der umstrittensten Persönlichkeiten der Wiener Stadtgeschichte. Er war bekannt für seinen Antisemitismus und machte mit seiner Politik den Hass auf Jüdinnen und Juden noch salonfähiger, als er im 19. Jahrhundert eh schon war. Das ging so weit, dass er für Adolf Hitler ein Vorbild war. Auf der anderen Seite wird er für seine vielen Errungenschaften in der Wiener Stadtpolitik geschätzt. Viele argumentieren, dass Karl-Lueger erst Wien zu dieser lebenswerten und modernen Stadt gemacht hat, wie wir sie heute kennen. Aber schauen wir mal genauer hin. Karl-Lueger war Jurist und 13 Jahre lang Bürgermeister von Wien, von 1897 bis 1910. Davor gründete er die Christlich-Soziale Partei. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die dann zur ÖVP. Während seiner Amtszeit als Bürgermeister setzte er einige Projekte um, zum Beispiel die zweite Hochquellenwasserleitung. Oder er kommunalisierte Elektrizitätswerke und die Straßenbahnen. Die gingen also in das Eigentum der Stadt über. Und er schaffte auch einige soziale Einrichtungen. Dass er aber so lange Bürgermeister war, hat er vor allem einer Strategie zu verdanken: der antisemitischen Propaganda. Lueger hat den Populismus sozusagen perfektioniert. Er spielte mit den Existenzängsten des Kleinbürgertums. Wegen der Industrialisierung im 19. Jahrhundert gab es viele gesellschaftliche Veränderungen und viele waren deshalb verunsichert. Lueger machte aber für so ziemlich alles die Jüdinnen und Juden verantwortlich. Die soziale Frage, also die sozialen Missstände zu dieser Zeit, waren für Lueger und seine Partei eine Judenfrage. Er kritisierte auch den Kapitalismus, sprach aber vom jüdischen Großkapital. Alles war ein jüdisches Übel. Das ist eine der Kernideen des modernen Antisemitismus. So sagte er zum Beispiel in einer Rede 1899: Der Einfluss auf die Massen ist bei uns in den Händen der Juden. Der größte Teil der Presse ist in ihren Händen. Der weitaus größte Teil des Kapitals und speziell des Großkapitals ist in Judenhänden. Und die Juden üben hier einen Terrorismus aus, wie er Ärger nicht gedacht werden kann. Es handelt sich in Österreich vor allem um die Befreiung des christlichen Volkes aus der Vorherrschaft des Judentums. Aber nicht nur Lueger selbst, sondern die gesamte Christlich-Soziale Partei war antisemitisch geprägt. Das zeigte sich zum Beispiel in einer Debatte im Gemeinderat 1902. Ein Redner verteidigte Lueger so: Wir wollen den Juden nicht. Der Jude muss hinaus. Die Juden müssen vernichtet werden. Wir wollen für Wien weiterkämpfen und ich rufe vom Herzen aus: Schach den Juden, nieder mit den Sozialdemokraten, nieder mit den Vaterlandsverrätern. Unser Programm ist die Ausmerzung des Judentums. Und auch deshalb wurde das Karl-Lueger-Denkmal 2020 von Aktivistinnen und Aktivisten mit Schande beschmiert. Und aus denselben Gründen, nämlich wegen des aggressiven Antisemitismus, wurde auch der Karl-Lueger-Ring 2012 in Universitätsring umbenannt. Das Karl-Lueger-Denkmal am Karl-Lueger-Platz steht aber noch. Für viele Jüdinnen und Juden ist das eine schmerzhafte Erinnerung an die Gräueltaten, die ihre Vorfahren erleben mussten. Die Stadt Wien will aber, wie gesagt, am Denkmal festhalten und fordert eine künstlerische Kontextualisierung. Dazu soll es auch eine Ausschreibung 2022 geben. Bis es zum Wettbewerb mit Jury kommt, muss man laut der Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hassler allerdings bis 2023 warten. Aber 2010 hat es schon mal so eine Ausschreibung gegeben. Und etwa 200 Künstlerinnen und Künstler haben sich auch beworben. Und es gab sogar einen Sieger. Geworden ist daraus allerdings nichts. Ob es diesmal funktionieren wird, kann man noch nicht sagen. Die Statue soll auf jeden Fall bleiben. Aber wie wichtig sind denn Denkmäler für das Geschichtsverständnis? Diese Frage stellt man sich nicht nur in Wien. Im Zuge der Black Lives Matter-Proteste 2020 kam es weltweit zum Sturm auf Denkmäler.
Denkmäler mit rassistischen, kolonialen und antisemitischen Hintergrund wurden zerstört, abgerissen und teilweise ins Wasser geworfen. Für Aktivistinnen und Aktivisten ist die Verehrung von Persönlichkeiten, die von der Ausbeutung anderer profitiert haben, einer der Gründe für den strukturellen Rassismus, der heute noch existiert. In den USA sprach sich Nancy Pelosi, die Sprecherin des Repräsentantenhauses, für die Entfernung von Statuen von 11 Konföderierten aus, also Personen, die im amerikanischen Bürgerkrieg für den Erhalt der Sklaverei kämpften. Denkmäler, die an Männer erinnern, die Grausamkeiten propagierten, um rassistische Ziele zu erreichen, sind eine Hommage an den Hass und nicht an das Erbe eines Landes, argumentierte die Demokratin. Deutschland will seine Geschichte zwar nicht komplett verbergen, man hat aber eine Lösung gefunden. Seit 2017 kann man in Berlin in der Zitadelle Spandau die Ausstellung Enthüllt Berlin und seine Denkmäler ansehen. Dort sieht man Statuen und Denkmäler, die von öffentlichen Plätzen entfernt wurden. Wie man mit Denkmälern von Persönlichkeiten mit einer rassistischen, antisemitischen oder kolonialen Vergangenheit umgeht, ist weiterhin eine offene Debatte. Bei einem sind sich Kritikerinnen und Kritiker aber einig. Geschichte soll man nicht auslöschen, sondern vielmehr darüber diskutieren. Wie seht ihr das? Sollen Denkmäler und Statuen von Persönlichkeiten mit antisemitischer und rassistischer Geschichte abgerissen werden? Oder reicht eine Kontextualisierung? Oder habt ihr eine komplett andere Idee? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Teilt dieses Video mit euren Faktenfreundinnen und Faktenfreunden und passt auf euch auf.